Im Business Coaching kennst du sicher Situationen, in denen dein Kunde oder deine Kundin vor wichtigen und weitreichenden Entscheidungen steht, aber nicht wirklich weiß, wie er oder sie die Komplexität der Fragestellung überblicken soll. Bei solchen Herausforderungen werden leider Entscheidungen meist immer noch ausschließlich aufgrund von Daten und Fakten gefällt und andere, durchaus hochrelevante Faktoren, die vielleicht in der jeweiligen Fragestellung viel wichtiger gewesen wären, werden schlichtweg nicht gesehen. Damit das meinen Klienten nicht passiert, setze ich hier ganz konsequent auf visuelle Kommunikation. Und beim Online-Systembrett geht es halt hauptsächlich ums Schauen. Schau doch mal. Zu Beginn haben wir hier eine recht undurchsichtige Situation auf dem Brett dargestellt, bei der es um eine weitreichende Entscheidung geht. Auf den ersten Blick zeigt sich, dass alle im Prozess Beteiligten auf die Entscheidung ausgerichtet sind, jedoch bei genauerem Hinsehen den Geschäftserfolg, der ja bitteschön für alle Beteiligten zentral sein sollte, aus den Augen verloren haben. Aus meiner Erfahrung kann ich ganz klar sagen, das, was am lautesten schreit, ist tatsächlich nicht immer das Wesentliche. Durch bloße visuelle Darstellung des Sachverhalts und mit der Verwendung von verschiedenen Größen, von Figuren, kann plötzlich das Wesentliche an ganz anderer Stelle erkannt und gesehen werden. Das ist der Schlüssel, um Entscheidungen klar und fokussiert zu treffen und nächste Schritte zielgerichtet und effektiv vorzunehmen. Und so ist dein Kunde und damit natürlich auch du letztendlich erfolgreicher unterwegs. Ziele werden besser erreicht, denn nun könnt ihr sie genau erkennen und euch danach ausrichten. Ein weiteres Thema, das du sicher auch kennst, ist die Herausforderung, bei der Lösung von Konflikten mitzuhelfen. Dazu zeige ich dir ein Beispiel im nächsten Video.